FIFA 23, Players not in FIFA 23. Also Spieler, die nicht in FIFA 23 sein werden. Okay, warum Fernandinho? Boah, ich fand, der war gestern richtig gut gegen Real. Habt ihr gestern Fernandinho gesehen? Der hat richtig gut gespielt. Also Fernandinho, was der für einen Pass auch gespielt hat, bei dem einen Kopfballtor von Foden. Was postet Fernandinho? What a year this has been, my dear friends. It has certainly a one world of emotions for Fred this season. The sanity of life has been rather absurd. Club not in FIFA. Ja, aber juckt mich auch nicht, Fernandinho. Der hat jetzt gerade eine Special Card bekommen, aber ja. Vinicius hat ihn nach Hause geschickt, das stimmt schon, das stimmt schon. Ach, stimmt, Aguero wird auch nicht dabei sein, Alter. So traurig. Er hat da irgendwie gesagt, er wollte mit Messi spielen. Guck mal, er hat gesagt, er würde alles geben, um eine Chance zu bekommen, ein zweites Mal zu spielen. Aber die Doktor haben es gesagt, dass ich es sein lassen muss mit professionellem Fußball. Und deren Worte haben mir meine Entscheidung abgenommen. Zurücktreten unter diesen Umständen ist sehr schwierig. Aber das Leben kommt zuerst. I've known that from the start. Wie schade, ey. Ich hoffe, der kriegt bald eine Icon-Karte, so Aguero-Icon-Karte. Wisst ihr noch, damals, der war so viel wert in FIFA 17 und so. Ich habe den geholt für 300k, da gibt es noch Videos von mir und so. Wahnsinn. Aguero war so geil damals, diese Karte. Ja. Schade, 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 dass man so die Karriere beenden muss. Aber wieso hat er das denn bekommen, diese Herzinfarkt? Oha. Mason Greenwood. Greenwood has been suspended from appearing in Ultimate Team. Digga, überleg mal, mit so einer Aktion einfach komplett alles verkackt. Einfach komplett alles verkackt mit so einer Aktion, ne? Greenwood, das ist schon hart. Aus dem hätte echt noch was Krasses werden können. Wie alt ist der überhaupt? Ist der nicht irgendwie 19 oder so? Greenwood, Alter. Greenwood ist einfach 20 Jahre. Der ist 20 Jahre und ihr Prison FC. Hart. Das ist halt das Ding, wo man in der Öffentlichkeit steht, ne? Einmal einen Fehler machst, bist du am Arsch. Nein. Bürki. Nein. Bürki wird nicht mehr in FIFA 22 sein. FIFA 23. Aber ich habe mit ihm noch aufgenommen. Ich habe mit ihm noch aufgenommen. Ach so, er steht da, habe ich gar nicht gesehen. Wo steht er? Das steht wirklich. H2, ich schwöre, ich habe das nicht gesehen. Ich habe nicht da oben hingeguckt. Ja, schade, Birki. Birki. Ja, ich habe mit ihm noch aufgenommen. Elfmeterschießen und so. War schon sehr, sehr geil. Der war richtig korrekt. Oh nein, was? Akin Fenwa wird aufhören? Okay, der ist auch schon 40, was? Krasser Typ, dieser Akin Fenwa, Alter. Wahnsinn. Hört auf mit 40. So ein Tier, der Typ. Den werden wir noch bald sehen bei WWE. Da kommt hier Akin Fenwa. He's back in the ring. Der ist echt eine Legende, der Typ, ehrlich. Der ist wirklich 39, hätte ich auch nicht gedacht. Ich dachte, der wäre jetzt so 35 oder so. 39, schon hart. Mario Fernandes. All clubs and players from this league are banned. Player items from Russian clubs. Russian clubs. Krass. Mal gucken, wie es FIFA 23 weitergehen wird, ey. Heftig. Alle Spieler werden da rausgenommen und so. Schon hart, die ganzen Konsequenzen, die dadurch entstanden sind, ey. Verrückt. Nein, ach so. Was, der wechselt noch mit 55 Jahren den Club? Bruder, der Typ ist 55 Jahre und spielt immer noch professionell Fußball. Also, das habe ich auch noch nicht erlebt. 56 Jahre, das ist einfach gefühlt, der ist doppelt so alt wie ich. Genau, kannst du sagen. Der ist doppelt so alt wie ich und spielt noch Fußball. Das ist doch hart. Ja, verrückt. Verunglückt oder was? Ah, Metzschalek. Passed away. Was ist passiert? Hatte er einen Autounfall? Ich hätte irgendwas vor ein paar Wochen gesehen gehabt. Mann, mit 27. Ey. Das ist mein Alter jetzt ungefähr. Hart. Ja, das Leben kann schnell vorbei sein, ne? Dembele, boah, der war früher geil in FIFA. Der hört auf. Ja, okay. Aber der war so eine geile Karte in FIFA damals. Ich glaube, bei Tottenham war der auch mal gewesen, ne? So eine geile, geile, geile Karte von dem. Ich habe die unnormal gefeiert. Aber ist schon lange her, noch diese FIFA 12, FIFA 13 Zeiten. Bei einem Autounfall, krass. Nein, hört der auf. Der hat immer so geile Fotos gehabt bei den ganzen Karten. Our own Goat Gauzet, didn't you only start? Just start yesterday, happy retirement, Captain, Leader, Legend and our Clown. Team Spirit, Afford and Camaradable. Der hört auch auf, ey. Der war auch ein lustiger Typ, immer seine FIFA-Karte. Mit 37, ey. Verrückt, verrückt, verrückt. Aber fand ich lustig, die Karte von dem. Was? Godin? Ach so, klappt not in FIFA. Du bist ja noch Godin Walkout, 88er Walkout, ey. Jetzt ist er auf einmal bei 80. Das ist verrückt. Schnell innerhalb von 2 Jahren, glaube ich, ne? Wohin wechselt der denn? Was ist das?
Koscielny hat auch auf. Retirement. Arsenal-Legende. Jula passt aber mit 23? Alter, krass. Was ist denn da passiert, ey? Krieg ich immer Gänsehaut bei sowas, ey. Die armen jungen Spieler, ey. Wollten einfach nur Fußball spielen. Maradona auch. EA hat die Lizenz verloren. Aber warum denn? Wer hat denn die Lizenz von Maradona? Und wer sagt dann, er darf nicht mehr in FIFA sein? Das ist doch voll die Ehre, dass seine Karte noch in FIFA weiterhin bestehen ist, oder? Also, ich persönlich würde es mir so wünschen wollen, wenn ich Fußballer wäre und ich sterbe irgendwann, würde ich meiner Familie sagen, auch wenn ich sterbe, lasst mich gerne in dem Spiel drin, damit ich weiter in den Erinnerungen lebe, so wisst ihr. Ich glaube, die Familie, sein Anwalt hat die Lizenz. Okay, also ich weiß nicht, ob das andere Gründe hat, aber die haben Beef mit EA. Ach, ich weiß nicht, was da los ist, aber ich finde es sehr schade. Ich finde es sehr, sehr schade. Geldfrage. Ich weiß nicht. Benatia. Das haben wir bei Bayern gespielt. Después tú te dijiste un juez en llamas y un EB de venir fútbol a la profesional. Puria de ver a un tema posere un regular y tarbarial, fare de sacrificio, más suerte me fixere a buscar la etapa de mi carrera de nuevos objetivos. Alles verstanden, Leute. Er hat aufgehört. Ich habe euch gleich noch mal kurz erzählt, warum. Krass, wie die Zeit fliegt, ne? Aber die sind auch alle erst auf 35, 36. Marlos. Nie gespielt die Karte. Marlos, sei mal aus wie Neymar auf Wish. Marlos. Boah, Mendy ist der jetzt auch wirklich im Knast? Der Mendy? Ich hab gedacht, der ist noch hier Dingens. Das sind noch Verhandlungen und sowas. Ist der wirklich jetzt im Knast? Ich dachte, da waren nur Behauptungen, dass der da irgendwas hatte mit, ich weiß nicht, mit jemandem oder was da abging. Krass. Digga, du bist Fußballer und gehst solche Risiken ein, um deine ganze Karriere zu gefährden, indem du was mit Jüngeren hast oder was weiß ich, woran du beteiligt bist. Das ist schon verrückt, Digga. Verrückt, verrückt, verrückt. Ja, da sieht man, der schnelle Erfolg tut den allen nicht gut. Paulinho klappt noch in FIFA, Digga. Ja, war mal bei Barca, dann war der mal wieder da, dann wieder da, dann wieder da. Verrückt. Der ist auch im Knast. Habe ich auch letztes Mal irgendwas gesehen. Sigurdsson. Okay, wenn das jetzt alles wirklich durchgegangen ist, was da vorgefallen ist, also die Behauptungen, dann krass. Aber ich weiß ja nicht, ob das jetzt zu 100% schon stimmt oder ob das einfach jetzt gerade Vermutungen sind. Ja, werden wir ja dann sehen, wenn es soweit ist. Alle im Knast, Digga. Ehrlich, Michael Schofield kommt bald auch noch. Vermahlen. Retirement. Boah, nie gespielt die Karte. Bei Witzel. Welcome, Thomas. Retirement. Thomas macht die Fliege. Ja. Waren auf jeden Fall ein paar traurige Sachen dabei, ne? Ja, krass, wir alle mit 35 aufhören und Ronaldo mit 37 in der Premier League am Rasieren, ehrlich. Ist wirklich so, das stimmt.